Was hält uns bei aller Verschiedenheit zusammen? Was hilft uns, Menschen in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit anzuerkennen? Und woran können wir uns orientieren? 1 durch 7, du zählst mit. Das ist eine Aktion junger Muslime, Juden, Christen und Bahai. Und ihr habt einen gemeinschaftlichen Code entwickelt. Das heißt, ihr sagt, uns verbindet die Religion, aber wir haben auch etwas darüber hinaus, nämlich was uns alle Menschen auf dieser Welt miteinander verbindet. Neben mir steht Sausan Şevli, Grundsatzreferentin im Berliner Senat für Inneres und Sport. Sie haben diese ganze Initiative erstmal ins Leben gerufen. Mein Name ist Sausan Şevli, ich bin Grundsatzreferentin bei der Innenverwaltung und habe das Projekt mit einigen anderen ins Leben gerufen. YouGA steht für Junggläubig aktiv, ist aber aus einem Projekt entstanden, das sich eigentlich an Muslime gerichtet hat, an junge Muslime, an junge praktizierende Muslime, für die der Islam ein integraler Bestandteil ihrer Identität. Deswegen finde ich das auch so toll, dass junge Leute sich heute hier stehen und zu ihnen sprechen und zeigen, wir wollen Verantwortung übernehmen. Wir wollen, dass diese Gesellschaft eine bessere ist. Wir wollen, dass diese Welt eine bessere ist. Und ich glaube, dass Sie ein super Signal damit setzen. Ich meine, Sie verbringen sehr viel Zeit und Energie. Das ist Ihre Freizeit. Das müssten Sie nicht machen. Aber Sie tun es, weil Sie überzeugt sind. Und das verdient großen Respekt und große Anerkennung. Und vielleicht können wir mal alle applaudieren, dass Sie so tolle Arbeit leisten. Danke. Das sollte eigentlich meine Aufgabe sein, hier mal so ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Aber ich denke einfach, dass viele auch fasziniert davon sind, dass es so ein Projekt gibt. Ich bin seit 4 Jahren in Berlin. Ich war lange auf der Suche nach Dialogprojekten, nach Begegnungsprojekten, wo eben Israelis oder Palästinenser, Muslime, Juden, Christen zusammenkommen. Und es war echt diese... Und Bahai, entschuldige, das war echt eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Es ist ganz leicht, Menschen zu finden, die sich noch nicht mal an unseren Ständen vom Friedensfestival nebeneinander stellen, weil ein Iraner nicht das Signal geben möchte, mit einem Israeli vice versa zusammenzustehen, damit von außen aus der Familie kein Druck, keine Probleme herangetragen werden. Deswegen für euch... Ich kann einfach nur mein Glück darüber ausdrücken, dass ihr das zu Hause nicht erlebt, aber dieser äußere Druck scheint so groß zu sein, dass man sich in diesem Kanaldenken bewegen muss, dass ich euch also wirklich für mutige Pioniere halte und es absolut fantastisch finde, was ihr hier auf die Bühne bringt. Ich wünsche mir, dass ich ein Vorbild bin. Ich wünsche mir, dass ich das, was ich kann und das, was ich bin, weitergeben kann, weil ich glaube, dass wir so viele junge Menschen haben, die alle sehr viel Potenzial haben und dass dieses Potenzial einfach oft nicht gesehen wird. Und ich glaube, dass jemand, der eine Biografie hat wie ich, der selber weiß, wie schwierig es ist, vielleicht eine andere Sprache spricht, die junge Leute auch eher verstehen. Weiß ich nicht. Also ich komme jedenfalls ganz gut klar mit euch. Ich weiß, dass ihr auch gut mit ihr klarkommt, so war zumindest vorher die Reaktion. Und ich finde es einfach ein großes Glück auch für euch, dass ihr so einen Motor mit dabei habt, die euch mitreißt. Das heißt, ihr seid nicht alleine, ihr seid nicht zu Hause in irgendeiner Isolation mit euren Träumen von einem Miteinander, von einer Konsensgesellschaft, sondern ihr könnt euch austauschen, ihr könnt euch mitteilen, ihr könnt euch begegnen und ich glaube, ihr könnt euch auch gegenseitig Kraft und Energie geben und das hilft unglaublich. Ganz lieben Dank und ich glaube, wir teilen den Gedanken, dass wir nicht nur Berlin in einem besseren Licht sehen wollen. Das Friedensfestival hat sich gegründet, weil wir überhaupt Menschen auf die Bühne holen wollen, die nicht mit bashen, die nicht mit diskriminieren, die sich nicht darüber identifizieren, dass sie andere Menschen abwerten, sondern die sich damit identifizieren, mit anderen gemeinschaftlich kreativ sich in diese Gesellschaft einzubringen, wirklich was anzupacken und auch mit so einer positiven Stimmung und Energie wie ihr hier alle andere mit nach vorne zu reißen. Ich hoffe, Sie und Sie machen mit, ihr macht mit. Danke an euch alle. Wie bunt Berlin ist, sehen wir nicht nur an den Religionen, sondern auch an diesen ganz wundervollen Künstlern, die auf ihre Art eine Kultur des Friedens pflegen und jetzt zeigen werden. Und ihr dürft jetzt alle euch das von vorne mit ansehen, an der Seite noch die Gäste empfangen, die sich mit euch jetzt hier gleich ablichten lassen werden. Hallo! Seid ihr zufrieden mit Friedensfestival? Oh. Oh. Wow.
Also, wir haben hier für euch, nur für euch, ganz viel vorbereitet. Wir haben ein ganz tolles Programm. Ja? Bitte. Oi, oi, oi. Berlin in der Kulturelle. Oi, 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 oi. Und präsentieren unser Comenius-Projekt aus 9 verschiedenen Ländern, aus Norwegen, aus Tschechien, aus Frankreich, aus England, aus Belgien, aus Polen und aus Spanien und aus der Türkei. We will start with a Turkish song and we will hope that a lot of people will join us. Thank you.
Dankeschön. Es wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, ich bin Samuel, der Ukulelenprediger. Darf ich kurz um Ruhe bitten? Ich würde euch ja gern die Wahrheit sagen, aber dafür müsste ich mir sicher sein, selbst die Wahrheit zu kennen. Und wer sich wirklich sicher ist, die Wahrheit zu kennen, ist verloren. Denn dann ist Ende seiner Entwicklung angekommen, ohne die Chance, noch etwas dazuzulernen.
die endgültige Wahrheit höchstwahrscheinlich nicht von menschlichen Wesen gefunden oder gar verstanden werden kann, wird eine bestmögliche Annäherung gesucht, die sich dann natürlich auch nicht ewig halten kann, weil sie durch eine noch bessere Annäherung ersetzt wird. Wer überzeugt ist, die Wirklichkeit bereits komplett zu verstehen, hält den Laden nur auf. Ich bin morgen nicht mehr, wer ich gestern war. Ich ändere meine Wahrnehmung von Jahr zu Jahr. Von Tag zu Tag, von Stund zu Stund. Alles seinen Grund für mich. Doch der ändert sich unweigerlich. Die Evolution geht weiter und macht auch von mir nicht halt. Ich halte mich nicht fest an meinem Erreichten, sondern akzeptiere es halt. Es ist traurig, dass ich nicht mehr derselbe bin, denn mein ganzes Weltbild ist dahin. Es war so logisch und so klar, es war so weise und so wahr. Plötzlich ist es nicht mehr da und plötzlich nicht mehr wahr. Dankeschön! Wow! 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 Hey. Okay!
you gotta sing with us. As I tell you, sing out and loud. As I tell you, sing loud and proud. As I'm gonna shout, you're gonna sing it, sing it, sing it loud. Sing it. Bring it. Clown, weißt du? Clown, was ist das? Clown, was ist das? Das ist eine gute Frage. Oh nein! Die nächste Nummer, Clown Jungle Music, Mario Schlinger und Alexander Sacharow, mit Stimme Gitarre. Bitte auf der Bühne. Großen Applaus. Einen schönen guten Tag. Ein Künstler aus Russland. Das Mikrofon ist für die Tuna hochziehen, bitte. Ein Lied von Igor Kulik. Щедра на испыта, не я судьба. Так часто разум против, сердце за. Но совершенно грешная душа. Держит дух в ней грозные глаза. Но если в сердце свет того, который я оставил, Гори, гори,
тобой. Легче иди. Сверкали, гром гремел. И дерзкий ангел сердце искушал. Но огонек горел, себе горел. That's not loud enough. Is everyone there? Yes! And are you glad to be alive? You need to be louder than that. Are you glad and happy to be alive? Because I know I am. So, are you happy if we all get on together and live together as kind of one human being? Are you happy with that?
because the whole idea is about being together. So it's combining art with music, with painting, with dancing, with acrobatics, and that's about being together. So anyway, my my song is called Conscious Minds from my album or project, Conscious Minds. And I hope you all understand the meaning of the words. Can't keep truth away, it's right before your eyes. We are all connected as one. This may create fear, but that's just an illusion. Conscious minds will draw this conclusion. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. Once more, one more time. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. Yeah. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. Oh yeah, it's gonna happen mighty soon. Millions of people will awaken to truth. They'll come to realize we all exist in the same time and space. One mind, an exciting conclusion. One unified body of divine consciousness. We are one. One unity, yeah. Oh. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity, yeah. Hey. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity, yeah. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. Yeah. Ooh. I do 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 do. I do 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 do. Super consciousness, don't you think? Ooh, yeah, it's super consciousness, don't you think? We are evolving. We're getting more super conscious day by day. So that means there's only one way we can exist. That's by being together, because we are one thing. Now that might scare you just a little bit to think about that, but we're all together, all together. All one thing, don't matter where you're from, we are breathing the same air. Yeah? The one air. There ain't no separation. If that air's gone, we all go. So we're one thing. That's what this song's about. One mind, one unity. All together on planet Earth. Oh, yeah. It's gonna happen mighty soon. Millions of people will awaken to truth.
They'll come to realize we all exist in the same time and space. One mind, an exciting conclusion. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. Yeah. Oh, one unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. Can you hear it? Yeah. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. Oh, we're one body, one mind. We're one body, one mind. Hey, we're one body, one mind. Hey, we are one body, one mind. One body, one mind. One body, one mind. One body, one mind. That. A unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. Ooh, one unified body of divine consciousness. One mind, one unity. One unified body of divine consciousness. Slow it down. We are one mind, one unity. Slow it right down. One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. One more time and slow it down to stop, yeah? One unified body of divine consciousness. We are one mind, one unity. Thank you very much. Thank you. Have a peaceful day and talk to your neighbor. Amazing, just the way you walk, the way you move, the way your fingers do the things they do. You are truly amazing, the way you move, the way your hands, they do those things. You are truly amazing, the way you move, the way you breathe, the way you do that thing. Yeah. You are, that's right, truly amazing. Yeah, yeah, truly amazing. Truly amazing. Yeah. Said nothing you did to me, baby. You know you're so amazing, girl. I don't know what you do with me. Yeah. Since I know there's some things I need my mic a little louder. You're so amazing. I do, the way you are, the way you move is truly amazing. Yeah. When I wake up in the morning and I count my fingers, 1, 2, 3, I look at me, I'm amazed. Ooh, I'm truly amazing. Yeah, truly amazing. Yeah, truly amazing. That's right. We are, don't you think so? Truly amazing. Yeah. Do you think you're amazing? Come on, truly amazing. Yeah, we are. Say it loud. Truly amazing.
are truly amazing. Truly yeah. Amazing. We are standing here. Ooh, we are truly amazing. Yeah. That's right, that's right. We are truly amazing. Yeah. That's right, that's right. Amazing, yeah. Truly amazing, yeah. A truly amazing, yeah. A truly amazing. Hey, the way you move your hair, the way your feet step one foot in front of the other, the way you breathe, the way you move, we are truly amazing, yeah. A truly amazing, yeah. A truly amazing, yeah. A truly amazing. Truly amazing, yeah. Truly amazing, yeah. Break it down, break it down. Break it down. Every morning I wake up, I give thanks to God. I bless my day and I then pray. I look at my hands and I say, ooh, thank you for being here. Thank you that I got my five fingers. I can say yeah, I can say yeah. Ooh, I am truly amazing. Yeah. Ooh, I'm truly amazing. Yeah, I said I'm truly amazing. Yeah, I said I'm truly amazing. Yeah, I said I'm truly amazing. Yeah. Ooh, hey, fuck, no, no, truly amazing. Right here. This piece here is dedicated to Dr. Martin Luther King. I first did the piece with Martin and the band Animation on February, which is or was Black History Month. As you know, it's 20 years since the bad day happened to him. So I decided that since so many people like the piece, I'll do it all year long and celebrate Black History Month and to celebrate Martin Luther King. We must make it clear that we must press on. But let me give you a warning signal. It's difficult advice. And in some quarters, it isn't too popular to say it. But I must say to you, as I said to you night after night, that as we develop our action program and continue with urgency of the moment, let us recognize that violence is not the answer. I must say to you tonight that violence in our struggle is impractical, whether it's in Harlem or Jersey City or St. Augustine, Florida. We have another method that is much more powerful and much more effective than the weapon of violence. We must come to see. Another thing I want to say to you is that hate isn't our weapon either. I'm not talking now about a weak love. It would be nonsense to urge oppressed people to love their oppressors in an affectionate sense. I'm not talking about that. Too many people confuse the meaning of love when they go to criticizing the love ethic. I'm talking about a love that is so strong that it becomes a demanding love. I'm talking about a love that is so strong that it organizes itself into a mass movement. Says somehow I am my brother's keeper, and he's so wrong that I'm willing to suffer and die if necessary to get him right and to see that he's on the wrong side. Now take out your cameras now. Take those cameras out. It's all about the love. It's all about the peace. It's all about the hate that I refuse to feel. Thank you, Dr. King, for what you've done for us. All of us. All of us, black and white. Thank you, Dr. King,
for what you've done for us. Ah, of us, all of us. Hey, when I was young, I didn't know about segregation. Didn't have to live that mother, mother, mother thing. I was free, at least I had the sense of freedom. Yeah, no cameras around following me. Yeah, 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 yeah. Nobody to watch me. At least I thought I knew the FBI was around, making that dirty sound. Bow, bow. The same people that killed you killed the Kennedys. Boo, 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 lulu, wawa. I have the internet. I have the internet. Tell me, show me what you've done. Hey, when I look at your tape, I see the passion in your eyes. You knew you were gonna die, but you did it anyway. Yeah. You taught me you just can't kill a man. To kill the ideas, it's real today. It's real today. I'm a black man. Yeah, I'm not really free, but at least I have a sense of freedom, BB. BB, yeah. Voila. When I ride the bus, the back of the bus, I choose where I want to sit. Yeah. When I walk into a restaurant, I walk into the front. Yeah, didn't know about whoa, 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 boo, 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 down south. Yeah, yeah, a little square down south. A little, hey, 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 racy hairs are down there, boo, 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 boo. But that's all gone. Thank you, Dr. King, for what you've done for us, all of us, black and white. Thank you, Dr. King, for what you've done for us, all of us, all of us, burning. But who cares? The cameras are on me. I dare. It's okay, it's okay, it's okay when there's a camera on me. You don't know the feeling of when you walk around and there's no camera where they can hear your sound or see what you're doing. Blue, 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 blue. Then one day, Dr. King, the shot came and knocked you down. I know the same people that killed the Kennedys kill you. Thank you, Dr. King, for what you've done for us, all of us. Thank you, Dr. King. Yeah. 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 Ah, la. Yeah. La. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. King. Whoa, whoa. You didn't die for nothing, baby, because I'm here paying a tribute to you right now, 20 years more later. Yeah, I know we're living a dirty lie, but it's okay, as long as I have a sense of freedom, hey, and there's no bombs going off my feet. Yeah, 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 yeah. Terrorism is a dirty lie, you know? Hey, it's a dirty lie. It's a trick to make fear in your heart, in your heart, in your heart, in your heart. Let me stand before you, kiddies. Don't do the same like the oldies. Kiddies, don't do the same like the oldies. Children, don't do the same like the old, old people, yeah? Oh, how many billion people on the planet? And how many terrorists, damn it? Whoa, it's a dirty lie. Whoa, it's a dirty lie. And 9/11 was a lie, too. Oh, yes, we did it to ourselves. Oh, look at the video. Look at the video. Whoa, yeah, yeah, yeah. Thank you, Dr. King, for what you've done for us, all of us. Thank you, Dr. King, yeah. Ba, 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 ba. Oh, you didn't hear?
9/11 was a you know what? You got the video, you can see. It's not possible that a building go like blee 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 blee. Hey! The Kennedys, we know who shot him. The CIA and the Dirty Boys. There's a Cuba, Fuba, Cuba, Luba. Dr. King was just knocked off because he was getting good. He was moving the hearts of the people, blue, blue, blue. Just in case you didn't know, he had passion in his soul. Hey. Can't kill a man for the ideas he stands for. Blue, blue, Lulu, Lulu. Hey, you know what? It's nice to come from the underground to share my message. Oh, because no one listens because I'm in the underground. Lulu, well, yeah. So it's time for me to go back underground to do my thing, to share my message, to share my message of world peace. Thank you, Dr. King. Here I go, to the underground, to the underground. Thank you very much, thank you very much. I'm out of here, to the underground. See you later. Woo, I'm gone. Thank you, Dr. King. Thank you, Dr. King. Break it down. So do. Thank you, Dr. King. Thank you, baby, for showing us what's the real deal. Dr. Martin Luther King, y'all, Corporal Santana, y'all, we making our mind, breaking up your hands. Take it to yourself. And thank you, Dr. King. Thank you, dear, for our mind. And your ladies on the side. Thank you, Dr. King. Thank you, dear, for our mind. Thank you, Dr. King, yeah. Talking about Martin Luther King, yeah. Talking about Martin Luther King, y'all, in your mind. Talking about Martin Luther King, yeah. It's American history, y'all better recognize y'all, just stay on D. Give it up for Corbin Santana, y'all, big C. Hi, my name is Arthur. Today I was delighted to be part of the peace activity here because in Uganda, I have been documenting a story on Katanga slum. It's a slum that the government is trying to forcefully evict and without planning for where the people go. So for 3 years, I was documenting how the people have been resisting the government, fighting for their rights to belong in the slum, and asking for their voice to be heard in contributing to the development plan rather than just evicting them. So I have some pictures. We could not put them on stage, but I'm around if you'd like to contact me. You can have a look at some of the pictures that the children drew, because we asked the children to draw with their own hands the situation as they see it. And then I have been doing a tour in German, showing German children how children in my country appreciate their life and how they can express it through pictures. So if you'd like to see more of that, I'll be glad to show you. Thank you. Thank you.
Schwester, komm an den Fluss, komm an den Fluss. Der Tag neigt sich langsam zum Gehen. Frag nicht, welcher Fluss, welcher Fluss. Hast ihn schon im Traum aufgesehen. Hoch sind die Ufer und steinig, stark liegen Büsche umher. Und doch sind wir beide uns einig, so schön wie hier war es schon lang nicht mehr. Komm in den Fluss, komm in den Fluss. Du wirst darin nicht untergehen. Bist du es drin, siehst du den Grund, siehst du den Grund. Dort, wo die Füße stehen, flussabwärts stehen schroffe Felsen. Siehst du das Wasser, wie sehr es tost, schäumt und reißt durch die Schnellen. Doch bis dorthin gehen wir zwei weit nicht mehr.
willkommen beim 5. Friedensfestival Berlin. Ich möchte nochmal einen ganz großen Dank aussprechen für dieses interaktive Art-Event. Es waren 60 oder knapp 60 Artisten, die gesungen haben, die getanzt haben, musiziert und geschauspielert. Und das alles im Zeichen für Gemeinschaft und friedliches Miteinander. Organisiert von Metisia, unserer kreativen Seele des Friedensfestivals. Dementsprechend bitte ich Sie nochmal um einen großen Applaus für die letzten 2 Stunden. Ich denke, das war einzigartig und außergewöhnlich. Ich habe persönlich sowas noch nicht vorher gesehen und freue mich auch, dass wir nächstes Jahr in diesem Rahmen hoffentlich nochmal ähnliche kreative Arbeit haben.